Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Road to Gold. Ich habe mich heute entschieden, Xerath nochmal zu spielen. Okay. Ich habe mich dafür entschieden, heute nochmal Xerath zu spielen, weil ich gerne einen Win haben möchte. Ich habe jetzt auch mal wie empfohlen Darkseal gekauft als erstes. Ich bin nicht der große Freund davon. Coolerweise hat Vel'Koz Smite dabei. Mal sehen, vielleicht klappt das ja ganz gut. Wenn ihm so ein richtiger Summoner-Spell fehlt. Das ist schon ein gutes Omen. Boah, und gedodged. Er hat auch alle Minions bekommen. No. Der Smite-Bonus. Ich hab mir die Welt ruiniert. Boah Gott, ey, ich hab die mir absolut ruiniert. Sehr schön, wir haben First Blood. Ja, dann hätte ich dodgen können. Mann, ey, ich farm gerade ganz schön Scheiden. Kenne, kriege ich nicht. Mann, was mache ich denn gerade? Hallo? Kann ich mich mal raffen hier? Was ist denn los? So, einfach noch ein bisschen chillen hier. Nicht einfach hier schon direkt sterben. Alter, ne. Also, ich glaube, ich hätte einfach mit Dorans Ring starten sollen. Schade. Ich dachte, ich kann das kombinieren. Ihn hitten, den Minion Last hitten. Okay, ich habe 13 Farben nur. Kein Mana. Ja. Geh mal back und TP. Guck mal die Träne. Und kauf mir nochmal einen Trank. Er nehme ich jetzt auch kein Mana mehr. Ich muss eigentlich auch Base gehen. Kannst du mindestens jetzt freezen. Ich dachte, er geht noch einen Step weiter. Ja, mehr schlecht als recht, 9 Minions. Ist nicht sehr gut. Aber es könnte schlechter aussehen. Oder? Bestimmt. Wir haben die eigentlich im Jungle Amu. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es kann sehr schnell unangenehm werden. Aber er ist gerade Botzeit. Also alles in Ordnung. Oh, ich
die Kenne nicht bekommen. Oh, da sehe ich einen Ult-Engel. Ah, oh, Mann, ich bin so bad. Einfach kurz abwarten. Zwar unnötig verschwendet. Egal, wird besser. Hoffentlich. Haben zumindest vom Farm her so ein bisschen wieder aufgeholt. Sah gerade eben deutlich schlechter aus. Hätte die Wave auch nicht gepusht. Die kommt langsam wieder zu mir hin. Hätte ich gern gerade den Killer auf Caitlyn gehabt. Das hätte mir gut geholfen. Aua. Vielleicht einmal noch pingen, dass er geultet hat. Oh. Hat aber auch kein Glück, sowas für den Farm angeht. Ich spiele hier gerade ein echt gefährliches Spiel, ne? Okay. Respektiere das. Warum gehe ich jetzt auch nochmal zurück? Cool. Ich habe genügend Leben, dass ich stayen kann. Oh Mann, ey. Kann ich denn nur so bad sein? Wie kann ich nur so bad sein? Oder, warte mal, habe ich da gerade den Assist bekommen? Ein wenig verwirrt. Müsste eigentlich sein, oder? Ach, ich bin gerade super verwirrt. Egal. Wieder konzentrieren hier. Wir sind krass. Wir hitten jetzt alles. Sind Macher. Ha. Wir haben Arm perfekt gemacht. Ich mache hier ganz kurz an der Seite. Also dafür eine Play zu lassen, ist fein. Bin ja direkt wieder hier. Einen Kill bekommen. Diesmal auch ein bisschen geduldiger gewesen. Ja, die ganze Zeit mit seinem Smite, ne? Macht mich ein bisschen fertig.
Wahrscheinlich genauso wie euch mein Gameplay hier gerade fertig macht. Wohl eine Wave kann ich gerade rauspushen noch. Ich bin so dumm, ne? Der Geo-Dreieck, Mann, das muss ich doch predikten, dass da sowas kommt. Egal, egal, egal. Kenwin. Soll das jetzt werden? Muss ich zumindest nicht TP'en. Danke für nichts, Udyr. Ach Mann. Der läuft wieder schön rüber. Gong. Boah, was willst du denn? Cannon secured. Mal wenigstens die bekommen. Ich werde jetzt auf Boots gehen. Ich werde dafür auch gerade ins Minus gehen. Und das ist es mir wert. Langsam komme ich zumindest an den Punkt, wo ich etwas angenehmeren Schaden mache. Hier geht es sogar auf die Andris. Sehr schön. Das hört man doch gerne. Hat leider auch einen guten Wave-Clear mittlerweile. Komme ich leider... oder... ja, da komme ich nicht ganz gegen an. Taken wir. Tatsächlich schon Leandris fertig. Ich brauche noch 300 Gold. Dann habe ich zumindest Loons fertig. Dann sollte es für mich deutlich angenehmer werden. Müsste ich aber tatsächlich auch mal farmen. Aber auch gerade
gar nichts hier gelastet. Also gar keine Cannon. Ist auch super traurig, dass er nur 20 Minions vorne ist. Das war ganz gut, dass wir gerade noch da waren. Haben nochmal einen Kill bekommen und einen Assist. Als fürs Dark Seal. Nehmen wir gerade noch den Control Ward mit. Ist mir gerade noch eingefallen, dass der hier war. Können eine Wave eigentlich gerade noch rauspushen. Und gehen dann auch back, weil wir haben hier ganz viele böse Menschen gesehen. Oder Champions. Die nächste Wave kommt nämlich erst hier hinten wieder. So, und wir gehen natürlich Richtung Archangels. Wollte ich ja schon letztes Mal ausprobieren. Aber da habe ich es nur ganz kurz gehabt. Sonst wäre ja die Überlegung gewesen, ob man nach Loons direkt Deathcap rusht. Aber wer weiß, vielleicht jetzt nach dem Buffs für Archangel ist das ein bisschen cooler. Sehr schön. Wir haben hier gerade Vel'Koz auch noch gesehen. Aber ja, leider nicht. Da hat er sich einfach dran vorbeigesneakt. Oh, wir haben die Cannon bekommen. Was es das noch gibt. Schade. 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 War ein Flash. Das Problem ist, ihn töte ich nicht. Schade, 29 HP, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich habe mich gerade voll vor dem Water erschrocken. Das ist assi. Ich werde aber einmal backgehen. Ach,
Warte, oh, das wird ja jetzt aus der Large Rod gebaut. Okay, my bad. Ich gerade noch überlegt, brauche ich 850 Gold oder was? Doch die Large Rod. Move ich mal einmal Richtung Mitte hin. Wenn die den Baron machen wollen. Keine Info mehr auf niemanden. Keine Info auf niemanden. Ist das Deutsch? Ist das Deutsch, ey? Bestimmt. Ja, wir können uns die Large Shot kaufen. Gehen jetzt uns... Oder? Okay, die beiden gehen Botlane. Gehen wir wieder Richtung Mitte. Oder Top? Guess wir gehen Top. Farm gerade noch ein bisschen, dann haben wir gleich Archangels hier fertig. Da direkt die Umwandlung zu Seraphs und Grace. Okay, Ude geht top. Dann gehen wir Mitte. Naja, gar nicht so. Vielleicht sollte man irgendwas als Team machen, wenn wir schon den Baron Buff haben. Eigentlich, dass er vielleicht hier bei der Wave bleibt. Sad. Reingelaufen. Kein First Strike für mich. Was ich sagen wollte. Ich dachte, er ist Midlane gewesen gerade. Um sein Share-Item da zu kriegen. Mache ihm ja fast Damage. War gerade minimal überfordert, wenn man ihn leicht gesehen hat. Aber wir haben die Kills ja noch bekommen. Was ein Macher. Er tankt gerade. Ich bin hier ein bisschen sehr weit vorne. Praxis ist, das war so ein bisschen was. Ja, Mann. Der Flash war gerade ein bisschen aus Flex da. Mathe-Mann machen. Wir brauchen noch 35 Gold. Ja, jetzt sind es ja nicht mehr ganz so viel. Man könnte auch erzählen, wie toll das Wetter ist. Also hier ist ja scheinbar strahlender Sonnenschein. Hier ist ein Hirsch und so weiter. So, guck, haben wir perfekt das Gold gehabt. Ist zumindest ein besseres Game. Also wir haben nicht so wirklich Damage. Muss ich ja auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Aber ich glaube, wir haben ganz gut unterstützt so bei manchen Fights hier. Erklammen können. Ein Assist beim Draco. Sieht immer wichtig aus. Seele ist jetzt für uns ein bisschen... Naja. Schade,
schade, dass er den Knockout nicht bekommen hat. Okay, aktuell hat der Mundo auch nur Armor. Ist die Frage, ob wir überhaupt hier großartig was machen wollen. Ein bisschen Panik bekommen, weil der Mundo auf einmal auf mich draufgelaufen ist. Das hat mich noch getötet. Ist ja skandalös. Das ist jetzt hier schlecht. Sehr schön. Wichtig. Lass mir mal, ich proc mal seine Fesse. Ah, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, oh, die Caitlyn kommt jetzt Lowlife wieder weg. Aber es hat perfekt gepasst für Udias Ult. Da leben ja auch noch welche. Und haben surrendered. Das war doch eine schöne Runde. Nicht so gut von mir. Bis auf, dass ich nur einen Tod habe. Muss man ja auch mal lobend erwähnen. Ja, leider echt hart misplayed. Auf was Farm angeht. Geht. Ja, was hatte ich da denn gerade? Egal. Der Ude kriegt ein Lob. Jungler werden immer nur gehatet. Und wie ihr seht, ich habe auch noch ein, zwei Games so gespielt. Ich bin Bronze 1. Woo! Wir haben es endlich geschafft. Also, was ist endlich? Und geschafft. Sind noch weit entfernt. Report Velkor Smite, report my team. Was soll das hier heißen? Rare Apes in Real Fun. Wir sind nicht ganz so zufrieden. Aber ich habe sogar noch guten Damage rausgehauen. Cool. Oh, die Xayah 12-0. Oh, die haben ein gutes Zusammenspiel gehabt. Ja, sehr schön. Jetzt nochmal gucken hier. First Strike hat uns 500 Gold gegeben. Ja, langsam wäre es besser gewesen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Archangel Staff sich lohnt. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Darkseal Start. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Pretty sad, 3 Damage. Für die 20k. Egal. Wir haben gewonnen. Das ist alles, was zählt. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Übermorgen wieder. Hoffentlich bei einem nächsten Win. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!